Hallöchen. Ihr seht hier gerade was auf dem Tisch. Das hatte ich schon mal gehabt. Und damals, ich versuche mal das Video zu finden und verlinke euch das mal oben irgendwo in die Ecke rein. Oder unten in die Videobeschreibung. Damals hatte ich ja auch solche Teile hier. Diese Lötverbinder nennen sich die Teile. Das ist einfach nur ein Schrumpfschlauch mit Kleber drin für eine wasserdichte Verbindung und ein Ring aus Lötzinn. Und damals hatte ich die Teile von meinem Sofa bekommen, der sie aus, ich denke mal, aus China oder was irgendwo her hatte. Und da habe ich ja ein Fazit gehabt, dass die Dinger in Anführungsstrichen scheiße sind. Da kamen aber Kommentare, dass die gar nicht so schlimm sind, gar nicht so schlecht und so alles. Und die habe ich jetzt schon etwas länger liegen und die habe ich hier gekauft. Man glaube ich, man weiß jetzt, wo es herkommt. Eine ja, Discounter-Kette. Ich sage den Namen jetzt nicht, es soll jetzt keine Werbung sein. Das sind jetzt das ist ein Lötverbindersatz mit Rohrschrumpftemperatur 80 Grad, Lötschmelztemperatur 138 Grad. Mindestens steht jetzt hier drauf. Lötverbindersatz. So. Jetzt wollte ich das nochmal testen und ich habe das Video schon mal gemacht. Ich mache das jetzt nochmal, weil ich habe die anderen Teile jetzt nicht gefunden, die China-Teile. Und ich verrate mal noch nichts. Erstmal, Kabel. Kabel insgesamt, ich habe hier zwei identisch lange Kabel. Die sind jetzt, habe ich schon vorbereitet, an einem Ende mit ADN-Hülsen, eine Länge. Und die gehen jetzt kaputt und die will ich wieder zusammen machen. Aber wie messe ich jetzt, ob das eine gute Verbindung ist oder nicht? Dazu müsste ich den Kabelwiderstand messen. So, dafür habe ich Multimeter. Ich habe hier zum Beispiel so ein Multimeter. Ich habe hier das Parkside-Multimeter. Ich habe hier ein Voltkraft-Multimeter. Ich habe hier ein Parkside-Stift-Multimeter. Ich habe hier noch ein, das war damals aus Needle, das ist Powerfix. Und ich habe noch eins. Das habe ich jetzt gerade vom Sperrmüll, vom Sperrmüll sei schon vom. Ja, für mich ist das der Sperrmüll, der Flohmarkt. Und zwar so eins hier von ABB Metrawatt. Aber das muss ich erst reparieren. Da ist, wenn ich das jetzt hier gerade mal aufkriege. Hier mal irgendwann mal eine 9-Volt-Batterie ausgelaufen. Da ist der Anschluss hier total wegkorrodiert. Das muss ich mal reparieren. Es funktioniert aber. Ist auch noch relativ genau. Ich habe das mal ein bisschen versucht zu messen. Aber das mache ich mal in einem späteren Video. Aber ein Widerstand misst man ja in Ohm. So, jetzt habe ich hier drei Multimeter. Ich nehme mal jetzt hier mal das. Voltkraft. Gehe hier mal auf Ohm. Das Kabel selber hat ja auch einen Innenwiderstand. Halte ich mal zusammen. Zeigt er mir, man kann sehen, 0 Ohm an. Nehme ich mal das eine lange Kabel hier. Und halt das mal daran. Da sollten wir irgendwas so nichts messen. 0 Ohm. Also das Kabel hat 0 Ohm. Da habe ich hier noch das Parkside. Das mache ich auch mal an. Da habe ich mir mal solche Klemmchen dran gemacht. Jetzt messe ich mal hier mit das. Achso, erstmal die beiden Messstrippen zusammen. Er sagt mir auch 0 Ohm. Jetzt schließe ich das hier an das Kabel an. Mit der ADN-Hülse. Guck mal her. So. So, wie ist der Innenwiderstand von dem Kabel? 0,1 Ohm. Glaube ich aber nicht. So, jetzt muss ich einmal kurz die Kabel klauen. Jetzt habe ich hier noch das Ferrex. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt nochmal her hatte. Es war auch irgendwo im Angebot. Ich glaube Aldi. Ich meine, das war im Aldi.
Com, Volt, Ohm, wie auch immer. So. Steht alles auf Auto. Also das Kabel sagt jetzt 0 Ohm. Also Messleitung. Und jetzt nehme ich nochmal das Kabel. Also 0,1 Ohm. Was 100 Milliohm sein würde, aber glaube ich nicht. So, wie könnte ich jetzt theoretisch Milliohm messen? Weil das kann ja nur im 0,1 Ohm Bereich messen, so wie das hier oder das Voltfass. Da hilft uns das Ohmsche Gesetz. Das Ohmsche Gesetz ist ja U ist gleich I mal R. Das kann man ja umstellen nach R, also Widerstand. U ist die Spannung, I ist Strom. Und ich will den Widerstand wissen, also R. Dann rechne ich einfach U durch I. So. Und jetzt brauche ich noch I. I ist Strom. Jetzt habe ich hier das Kabel. Und ich habe hier ein Kabel. Achso, bevor ich da weiter mache. Ich kann ja mal auf Ampere gehen. Das kann ja bis 10 Ampere. Da sollten jetzt 1 Ampere rauskommen. Das ist mein Spannungsnetzteil-Gedönse hier. Konstant Spannung und konstant Strom. Und da habe ich jetzt hier 1 Ampere eingeschalten. Er sagt jetzt 9,995 Milliampere. Also 995 Milliampere. 96, wie auch immer. Aber jetzt sag mal jetzt 1 Ampere. Um es einfacher zu haben. So. Wenn ich die jetzt so kurz schließe, fließt über das Kabel vom Netzteil und im Netzteil irgendwie Strom. Und jetzt kann ich da die Spannung messen. Sollte ich doch die Spannung messen können. Theoretisch. Nee, da. Strom. Spannung, wie auch immer. Mal gucken. Kann ich ja die Spannung messen. Das hat jetzt eine Spannung von etwa 3 Millivolt. Kann man ja sehen. 2,8, 2,9. Es geht noch runter. Ja, das ist eine 4-Leiter-Messung, ist das normalerweise. Gibt es auch direkt Messgeräte für. Jetzt will ich aber den Widerstand von dem Kabel hier wissen. Dazu schließe ich das Strom, die Stromquelle an. Jetzt fließen hier in diesem Kabel 1 Ampere. Und da fällt auch eine Spannung ab. Da schließe ich jetzt mal das Multimeter an. Und man kriegt das drauf. Und da schließe ich das Multimeter mal an. Und jetzt sagt er mir, das Kabel noch warm, deswegen sinkt der Widerstand. 33,7 Millivolt. So, 33,7 Millivolt fallen jetzt in diesem Kabel ab. Oder fallen an diesem Kabel ab oder wie auch immer. Die habe ich gemessen. Ich habe ja gesagt, R ist gleich U durch I. So, dann habe ich einen Taschenrechner. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Ich glaube, wird schwer. Was habe ich gesagt? 33,7 Millivolt. Das sind 0,0337 Volt durch 1 Ampere. Da habe ich 0,0337 Ohm. Also 33,7 Milliohm. Darum sage ich 1 Ampere. Das ist nämlich relativ einfach. Brauche ich nämlich nicht immer rechnen. Also hat das Kabel hier 0,33,7 Milliohm. Ich kann es jetzt nochmal messen.
Das ist eine Kabel, das sind zwei identisch lange Kabel. Ja, vielleicht um 1-2 mm. Aber so ganz genau kriege ich das dann auch nicht mehr gemessen. Jetzt sagt er mir hier, wenn die Kontakte alle gut sind, 34 Milliohm. 33,9, 34 Milliohm. Hat das Stück Kabel hier. Jetzt habe ich hier noch ein Kabel, das ist das gleiche. Da schließe ich das jetzt auch noch mal an. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kälter. Das könnte jetzt der Widerstand ein bisschen höher sein. Aber nicht sehr viel. Also das hat jetzt 34. Wenn ich das dann hier in die Kontakte auch alle mal so hinhauen, wie ich das will. Geh mal da dran. Das hat 34 Milliohm. Das ist das Kabel mit dem roten Strich. Das hat 34 Milliohm. Das Kabel mit dem Strich hat 34 Milliohm und das ohne den roten Strich schließe ich jetzt auch noch mal an. Hat auch 34 Milliohm. Also sind so gut wie identisch. Wenn die Kontakte hier mal so. Also 34 Millionen. So. Das ist jetzt das ein unbeschädigtes Kabel. So, das ist das Kabel ohne dem Strich. Das packe ich beiseite. Und das Kabel mit dem Strich. Das werde ich jetzt mal durchschneiden. So. Also mache ich das so, dass es auf die fast identisch auf die oder fast genau die Mitte ist. Ja, fast, nicht ganz. So. Das andere Kabel ist noch ganz, nur das eine Kabel. So, das werde ich dann abisolieren und eine dieser Hülsen nehmen. Ich weiß, das ist schon mal die rote. Kriege ich da das Kabel so durch? Warum ist die eine Seite schwerer und die andere Seite geht leichter? Verstehe ich nicht. Das dann schon angeschrumpft oder was? Hier noch einen, der besser läuft, besser geht. Ne, ist auch zu eng. Aber der ist eigentlich die richtige Größe. Der hier vielleicht? Fast. Ah, nur mit dem. Ist egal. So. Ich werde die jetzt mal hier abisolieren. Mal hier relativ kurz. So. Eine Ende. Da hinein. Ja, so, dass es da fast in der Mitte ist. So, ich hoffe, man kann das sehen. Kann man versuchen, mal drauf zu zoomen. Vielleicht stellt sie ja scharf. Ja, kann man das sehen? Da. Und das andere Ende. So. Und das werde ich jetzt schrumpfen. So, dazu nehme ich hier etwas ein bisschen einfacher. Das hat nicht so viel Power. So, mal gucken, ob die das scharf stellt. Aber wenn ich das jetzt mal hier schrumpfen. Ohne dass mir das wegkokelt.
glaube, man kann das sehen. So, hier, na, das ist es aus. Wir mal versuchen, auch der Zünder drinne zu schmelzen. Aber man sieht das. Das Zünder ist geschmolzen. Guck mal, wie ist das hier noch? Ein bisschen hinkrieg. So. Also man sieht das, man kann das erkennen. So. Und was ich jetzt schon sehen kann, leider sieht das die Kamera nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja. Es glänzt schon da drinnen. Das ist jetzt auch eine Verbindung, die geht nicht auseinander. Das hat mir gesagt, 34 Milliohm, ne? Schließlich da an diesem Kabel. Achso. So, jetzt schließe ich an dem Kabel wieder die 1 Ampere an. Das Kabel ist jetzt zu warm, das müsste jetzt der Widerstand extrem niedrig sein. Viel niedriger. Die andere Spitze hier, komm mal her. Jetzt sagt er mir, erstmal gar nichts richtig. Ungefähr 35 Milliohm. Also um 1 Milliohm höher gegangen. So, das ist jetzt dieser Lötverbinder. Der hat das Kabel gut verbunden, also 1 Milliohm höheren Widerstand. Sehe ich von ab, ist okay. Habe ich noch das andere Kabel hier? Das. Ohne den roten Strich. Aber das ist mit dem roten. Nee, ohne. Das ist er noch ganz. Das schneide ich jetzt mal durch. So wie das andere auch. Isoliere das ab. Ich werde das jetzt mal zusammenlöten. So, mein Lötkolben ist jetzt hier schon am heiß werden. Versuche mal die Adern so gut es geht ineinander zu stecken. So. So, dass es in etwa ähnlich dem Lötverbinder ist. So, man kann das sehen. Ich versuche mal ein bisschen drauf zu zoomen. So. Brauche ich mein Lötchen. Ich glaube, der Lötkolben ist heiß. Ja. So, das ist jetzt verlötet. Ja, ist jetzt nicht die sauberste Arbeit, aber fürs Video reicht's. Sind aber alle Adern verzinnt und
Ja, es hat eine gute, ist auch gut zusammen. Es passt schon. So, dann wir mal hier den Strom durchschieben. Wie gesagt, das Kabel ist jetzt auch noch warm. Könnte jetzt ein bisschen was verfälscht sein, aber sollte dann ja ähnlich eh bei rauskommen. Setze eine direkte Lötverbindung. So, nur schließe ich das an. So. 34. Also, je nachdem, wie ich hier die Klemmen habe, kann man das schon mal sagen. Also 34 zu 35 Milliohm, das ist schon. Oder 34,3, 4 Messtoleranzen. Klemmverbindungen und sowas kriege ich ja nicht alles hundertprozentig hin. Man sieht schon, ja, sagen wir mal ein halbes Milliohm geringer. Nee, nicht mal ein halbes Milliohm, nicht ganz, als das hier. Aber das, und jetzt komme ich zum Fazit, weil ich habe es schon mal gemacht, die Dinger funktionieren. Die aus China, die haben nicht funktioniert. Ja. Die aus China haben nicht funktioniert. Darum habe ich ja gesagt, die Teile taugen nichts. Das habe ich jetzt direkt gelötet. Und das hier ist jetzt sozusagen auch direkt gelötet. Ich werde das jetzt durchschneiden. Versuche ich jetzt wirklich durchzuschneiden. Schon mal eine solide Zinnkante zu sehen. Ich schneide das jetzt noch einmal quer durch oder längs, besser gesagt. Und ich klappe die mal ein bisschen auseinander. Ja, das ist jetzt abgefallen. Da war nichts. Aber die Adern sind durchweg verzinnt. Die andere Seite. Ja. Ich versuche mal da. Der ist relativ scharf, der. Machen wir hier die Isolierung weg, da dieses Plastikzeug. Aber ich versuche das mal. Hoffentlich man sieht das. Also die Adern sind verzinnt. Das ist reingelaufen. Die Dinger funktionieren. Die funktionieren, ich will sagen jetzt nicht 100 Mal, aber nicht hundertprozentig besser, aber so 70, 80, 90% besser als diese China-Teile, die ich damals hatte in dem Video, was ich euch um verlinkt habe oder unten in der Videobeschreibung, falls ich es finde, falls ich das noch auf dem Kanal habe, funktionieren die besser, sehr viel besser. Muss ich jetzt sagen, ich werde mir die Teile bei mir in meinen Moped reinpacken, falls da mal irgendwo mal ein Kabel kaputt geht, dass ich das unterwegs reparieren kann. Denn Feuerzeug habe ich immer dabei und das kann man ja mit dem Feuerzeug machen. Ist keine Werbung. Hergestellt für Kraft GmbH, Straße, wie auch immer, Service. Highkraft.de, wie auch immer. No, wer mitgezählt hat, weiß, wie spät es ist. Ist keine Werbung, aber die Dinge sind wirklich günstig. Und wenn man jetzt nicht unbedingt die aus China nimmt, dann taugen die Dinge auch wirklich was. Also muss ich sagen, damals das Video, wo ihr gesagt habt, ich habe viel falsch gemacht oder die Dinger funktionieren oder wie auch immer. Ja, ihr habt recht. Die Teile funktionieren, wenn man die richtigen Teile hat. Die ich da hatte von, ich glaube, mein Sofa war das und ich glaube, er hat die aus China. Die Teile funktionieren nicht.
Wenn man sich jetzt wirklich diese allerbilligsten AliExpress, wie auch immer, China-Teile holt, ich denke mal, die taugen nichts. Die Dinger hier sind jetzt auch nicht gerade teuer, das ist auch recht günstig. Das sind 60 Stück. Jetzt sind es nur noch 58. Bei zwei habe ich jetzt verdattelt. Hier hinten habe ich den vom vorigen Video, da war das Kabel kürzer. Da ist mir das hier aufgeplatzt und da ist sogar das Zinn rausgekommen. Die Dinger funktionieren. Kann ich jetzt sagen, ja, die Teile sind gut, kann man benutzen. Für eine schnelle Reparatur unterwegs auf alle Fälle zu gebrauchen. Sie sind auch dann wasserdicht, denke ich mal, wenn sie da diesen Kleber haben. Ich weiß es nicht, also ich kann es nicht sagen. Ich weiß es echt nicht, ob das dann wirklich so ist. Ich weiß nicht, ob hier wirklich ein Kleber jetzt rausgekommen ist oder ob das wirklich nur geschrumpft ist dann. Aber die mit Kleber, die sollten dann auch wasserdicht sein, wenn man dann relativ qualitativ gute nimmt, sollte das wirklich funktionieren. Also das ist mein Fazit, die Teile funktionieren. Wenn man qualitativ gesehen funktionierende nimmt. Und die sind jetzt hier aus so einem Discounter. Ich guck mal. Nein, die haben kein Kleber drinne, so wie es aussieht. Oder doch? Doch, es ist ein Kleber drin. Also, das Fazit ist wirklich, die Teile funktionieren. Da steht 3 Jahre Garantie. Ich würde wirklich gucken, kauft was qualitativ gut ist, wenn ihr solche Teile benutzt. Und nicht die allerbilligste China AliExpress-Gedönse-Scheiße. Also, die Dinger waren wirklich doof. Hier scheint wohl Flussmittel mit zwischen zu sein. Das Zinn sieht auch ein bisschen anders aus als das bei den Chinesen-Kram da. Das läuft wirklich in die Adern rein und so soll das sein. Das andere, bei den all anderen China-Dingern, hat sich das nur draußen ein bisschen drum gelegt. Aber keine richtige Verbindung. Hat mich sehr überrascht. Darum mache ich das Video gerade nochmal ein zweites Mal. Es hatte mich interessiert. Und ich habe die Dinger gesehen, ich habe sie gekauft für den Preis, habe ich gesagt, kann ich es mitnehmen. Ich wollte es euch nochmal zeigen. Also, ja, funktionieren. Auf alle Fälle kann ich empfehlen, wenn ihr irgendwie unterwegs seid, mit einem Fahrzeug, Auto, Motorrad, wie auch immer, und euch geht ein Kabel kaputt, könnt ihr die wirklich damit reparieren. Vorausgesetzt, es sind gute Teile. Nicht diese Billig-China-Dinger, wie gesagt. Gut, dann danke fürs Zugucken und viel Spaß beim, was auch immer ihr noch das Wochenende tut. Oder beim nächsten Video, was vielleicht irgendwann noch demnächst kommen könnte. Okay, vielen Dank. Tschüssi.